Die UV-Lithografie ist eine neue, revolutionäre Fertigungstechnologie für Mikrochips, wie sie sich in den aktuellsten Smartphones finden. EUV steht für extrem ultraviolett, das heißt, es kommt Licht der extrem kurzen Wellenlänge von 13,5 Nanometer zum Einsatz. Mit der UV-Lithografie können auf einer Fläche, die kaum so groß ist wie meine Fingerkuppe, 10 Milliarden Transistoren integriert werden. Die UV-Lithografie bietet das Potenzial, deutlich leistungsfähigere, kostengünstigere und auch energieeffizientere Chips herzustellen. Der weltweit einzige Hersteller für EUV-Lithografie-Maschinen ist die niederländische Firma ASML. Das optische System für diese Maschine kommt von Zeiss. Ich selbst bin bei Zeiss verantwortlich für die Entwicklung und Produkteinführung der nächsten Generation von EUV-Optiken. Sergei Julin ist beim Fraunhofer-Institut IOF verantwortlich für die Entwicklung von EUV-Spiegelschichten. Michael Kösters ist bei Trumpf mitverantwortlich für die Entwicklung von Hochleistungslasern für die EUV-Lichtquelle. Wir drei Nominierten stehen für Tausende von Entwicklern und Forschern, die die EUV-Lithografie in den letzten 20 Jahren bis hin zur Serienreife entwickelt haben. Die UV-Lithografie hat nach mehr als 20 Jahren die Serienreife erreicht. ASML hat mehr als 100 Maschinen seit den ersten Prototypen mit Zeiss, Trumpf, Insight verkauft. Bei Zeiss und Trumpf sind zusammen mehr als 2600 Hochtechnologie-Arbeitsplätze entstanden. Wir hatten auch wieder zusammengerechnet im letzten Jahr einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro, Tendenz weiter stark steigend. Global gesehen, Weltmarktführer wie Samsung und TSMC fertigen seit 2018 ihre modernsten Chips mit EUV-Technologie. Seit Herbst 2019 sind erste Smartphones mit per EUV-Lithografie hergestellten Chips auf dem Markt. Die EUV-Lithografie bietet das Potenzial, im nächsten Jahrzehnt deutlich leistungsfähigere, kostengünstigere und auch energieeffizientere Chips zu produzieren. Ja, besonders hier ist die enorme Innovationshöhe. Wir haben den weltweit stärksten gepulsten Industrielaser, die weltweit präzisesten Spiegel, enorm komplexe Schichtsysteme entwickelt. Ich denke, ein weiterer Punkt, der ja wichtig ist, ist, dass wir eine sehr lange Entwicklungszeit hatten. Wir haben über mehr als 20 Jahre diese Technologie entwickelt. Wir hatten große Herausforderungen im Bereich der Quelle, aber auch im Bereich der Optik. Die Hartnäckigkeit und das Durchhaltevermögen der einzelnen Mitarbeiter der Firmen war hierbei gefragt. Und ein wesentlicher Aspekt, der ebenfalls wichtig ist, wir haben ja eine Kooperation von mehr als 1200 Partnern und die Zusammenarbeit dieser Partner hat letztendlich zum Erfolg geführt. Die UV-Lithografie eröffnet das Potenzial, leistungsfähigere Mikrochips im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus zu produzieren. Sie unterstützt damit Megatrends wie künstliche Intelligenz, 5G oder auch autonomes Fahren. Sie öffnet aber auch das Tor für neue Entwicklungen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Die Frage ist, wie kann man noch kleinere Transistoren, noch leistungsfähigere, energieeffizientere und kostengünstigere Chips herstellen? Wir arbeiten an Verbesserungen der ersten Generation von EUV-Optiken parallel, aber auch schon an einer nächsten Generation, den sogenannten High-NA-EUV-Optiken. Dies sind Optiken mit einer größeren numerischen Apertur, das heißt einem größeren Öffnungswinkel, der dann eine 70% größere Auflösung ermöglichen wird und damit können wir die Transistordichte nochmals um einen Faktor 3 erhöhen.